Herzlich willkommen in diesem schönen Gouvernalsaal in Wissenlund. Wenn Sie mich nicht kennen, ich bin Peter Rösner, ich bin der Leiter dieser Schule, also Leiter der Stiftung Wissenlund. Und wir haben begonnen, so eine kleine Reihe zu machen, die sehr lose funktioniert, wo wir gesagt haben, wir würden uns gerne Leute einladen, die uns Ideen geben, Visionen geben und helfen, diese Schule, was wir am Ende sind, Internatsgymnasium, diese Schule immer noch ein bisschen besser zu machen. Ich glaube, wir sind eine gute Schule, aber ich glaube, dass wir an vielen Stellen Potenzial haben, uns zu entwickeln. Das wollen wir gerne tun und dazu laden wir uns Leute ein. Insofern ist das eine Veranstaltung eigentlich von Wissenlund. Ich freue mich also über alle Kolleginnen und Kollegen, die heute da sind. Und dann haben wir gesagt, wenn es doch diese private Stiftung Wissenlund gibt, dann kann die doch auch ein bisschen in die Region hineinwirken. Und nachdem wir eben Möglichkeiten haben, solche Veranstaltungen zu machen, vielleicht anders als es eine öffentliche Schule unternehmen kann, dann laden wir doch gerne öffentlich ein. Insofern freue ich mich über alle Gäste, die heute da sind. Und freue mich, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Das ist ein Expertengespräch, haben wir es genannt, oder ein Fachforum, oder Expertenrunde, Diskussionsrunde. Wir bekommen einen Input. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Michael Fritz heute hier ist. Vorstandsvorsitzender der Stiftung Haus der kleinen Forscher, mein Nachfolger im Amt. Ich hatte die Position auch mal. Jetzt kann man viel sagen, aber das tust du am besten selber nachher, genau. Freue mich auch, dass wir werden nachher ein bisschen diskutieren. Dazu haben wir ein kleines Podium, das wird Michael Fritz sein, das wird Christina Birkner sein, die ist relativ kurz jetzt hier in der Stiftung, die aber den Auftrag hat, eine Grundschule hier neu aufzubauen, weil wir aus vielerlei Gründen der Überzeugung sind, dass es richtig ist, aus Sicht der Kinder richtig ist, möglichst eine durchgängige Bildungsbiografie nach einem stringenten pädagogischen Konzept anbieten zu können. Und nachdem wir in so einem Internat natürlich eine gute Infrastruktur haben, das gebe ich schon zu, und Kinderbetreuung anbieten, in der Regel also 24 Stunden rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche, auch am Wochenende, weil die Internatsschüler ja hier sind, haben wir also relativ gute Möglichkeiten für Eltern, deren Kinder in die Grundschule kommen, natürlich auch gute Betreuungsmöglichkeiten anbieten zu können. Also zum Beispiel auch von morgens 7 bis abends um 7, wenn es sein soll, und zum Beispiel auch über Nacht, wenn es gar nicht geht. Und deshalb glauben wir, dass es eine gute Idee ist, hier in Lüsselburg nochmal eine Grundschule zu gründen vor dem Gymnasium. Und da wird die Leitung Christina Birkner übernehmen. Deshalb ist das Thema ja heute auch ein bisschen, wie lernen wir eigentlich in Grundschulen vor allem? Das ist aber natürlich jetzt nicht isoliert, also es gibt da keine Hirnwechsel von Grundschule zu Gymnasium, das passiert ja nicht. Also das heißt, ich glaube, das, was wir heute diskutieren, gilt genauso für das Gymnasium, es gilt möglicherweise auch für das frühe Lernen im Kindergarten. Und wir haben Frau Weidemeier hier, die in der IHK in Kiel das Netzwerk für die Stiftung Haus der kleinen Forscher koordiniert. Und das ist sicherlich eine andere Dimension, wenn wir über MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik reden, dann reden wir auch über die Zukunft dieses Landes implizit, weil am Ende diese Berufe die sind, die dann die Patente und die Innovationen in den Unternehmen machen, die dann den Innovationsvorsprung generieren, der uns auf dem Weltmarkt Vorteile verschafft, lange Rede, kurzer Sinn, das macht unseren Wohlstand aus. Also die Frage ist, was hat das eigentlich mit Wirtschaft zu tun, wenn wir über Naturwissenschaft lernen sprechen? Und wie ist das mit dem Individuum zusammenzubringen? Und dieser manchmal auch in der Öffentlichkeit geführte Widerspruch ist aus meiner Sicht keiner, und da können wir vielleicht nachher auch mal diskutieren. So, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Michael Fritz, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlichen Dank fürs Kommen aus Berlin. Danke. So, wir machen eine kurze Pause nach dem Vortrag, dass Sie einmal aufstehen können. Und es gibt danach natürlich noch ein bisschen was zu essen und zu trinken, dass ihr also nicht auf gar keinen Fall irgendwie hungrig nach Hause sind. Danke Peter, danke Christina, dass ich hier sein darf. Es ist natürlich eine große Freude und Ehre, und das am 1. und 2. Mai. Ich habe natürlich gleich den... Ich habe gestern frei gemacht sozusagen ein bisschen und auch mitgearbeitet hier im Haus, weil die Gegend macht ja auch einen Spaß, hier anzukommen, diese Schlei zu sehen, dieses Gelände zu sehen, das Gebäude zu sehen. Da hat man das Gefühl, hier wird das, was Schülerinnen und Schüler machen, gewürdigt. Nämlich sich weiterzuentwickeln. Sie bekommen einen Rahmen, in dem sie sich gut weiterentwickeln können. Der ist sächlich, räumlich, von der Natur und von den Menschen her so gestaltet, dass jeder Mensch das Optimale aus sich entwickeln kann. Und dazu sind ja Menschen auf der Welt. Ein Kind kommt auf die Welt mit dem einzigen Auftrag, sich erfolgreich zu entwickeln. Sich entwickeln ist ein Auftrag des Menschen und der hört nie auf. Und sich erfolgreich zu entwickeln ist ein Wesenskern unseres Lebens. Wir wollen Erfolg haben. Kein Kind steht morgens auf, ich glaube auch keine Schülerin, kein Schüler, die heute hier in der Schule sind, ist heute Morgen aufgestanden mit dem festen Vorsatz, ich möchte mal so richtig auf die Schnauze fallen. Ja? Jeder Mensch hat das, den Wunsch, Erfolg zu haben. Das haben wir als Erwachsene genauso in unseren Professionen.
Und deswegen ist die erste wichtige Bildungsaufgabe von Bildungseinrichtungen dafür zu sorgen, dass Kinder genau das erleben können. Oder Jugendliche. Ich bin erfolgreich. Lernen ist etwas, was immer ein aktiver und immer ein individueller Prozess ist. Deswegen ist dieses Erfolg haben auch immer Ergebnis eines aktiven Prozesses, eines Ergebnisses, einer Auseinandersetzung des Menschen mit der Welt und ist immer ein Ergebnis einer Auseinandersetzung eines Individuums mit sich, mit der sozialen Umwelt, also den anderen und mit der Umwelt, die uns umgibt, einer technischen, einer natürlichen, einer wie auch immer gestalteten Umwelt. Unsere Rolle als Lernbegleiter, als Lehrerin, als Lehrer, ich bin von Beruf auch Lehrer, ich sage gleich noch was zu meinem Werdegang, ist deswegen die, wir sind Ermöglicher, Unterstützer, Arrangeur, Feedbackgeber, Begleiter von Lernprozessen. Wir können nie für andere lernen, wir können eigentlich auch, wenn wir ehrlich sind, nicht lehren. Denn lehren würde ja heißen, dass die Aktivität dessen, der hier den größeren Raum hat, dafür sorgt, dass in den Gehirnen derjenigen, die wie Sie jetzt alle den kleineren Raum haben, was sich was verändert. Aber in Ihren Gehirnen verändert sich dann etwas, wenn Sie einen aktiven Veränderungsprozess initiieren, wenn in Ihren Gehirnen Synapsen sich neu bilden und die bilden sich dann neu, wenn Ihr Gehirn sagt, das ist relevant für mich, wenn Ihr Gehirn sagt, das nutzt mir und wenn Ihr Gehirn sagt, das kann ich irgendwo andocken. Die Funktion von Lernorten wie einem Internat Luisenlund oder einer künftigen Grundschule hier in Luisenlund oder einer Kita, ob sie Kausalkeit-Forscher ist oder nicht. Die Funktion eines Lernorts ist also, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, eigene Ziele zu setzen, diese Ziele dann aktiv zu bearbeiten, Widerstände dabei zu überwinden, Unterstützung zu erhalten, mediale und vor allem personaler, kompetenzmäßiger Art und ja, allem was hilft. Und dann zu erleben, jetzt habe ich es geschafft, mein Ziel durch meine Arbeit erfolgreich zu erreichen. Yes, ich habe es geschafft, jetzt erkennen. Das ist im Prinzip mein Vortrag gewesen. Ich habe ihn jetzt einmal zusammengefasst und möchte das nochmal etwas vertiefen in ein paar Bildern, mit ein paar Experimenten, mit ein paar Erfahrungen. Wenn ich sage, Lernen ist ein aktiver Prozess, dann muss ich sie ja auch in die Aktivität bringen. Das werde ich tun. Und dazu ein paar Experimente einsetzen, die ich aus meiner Tätigkeit mitgebracht habe, die ich gemacht habe, bevor ich die vorbereitenden Arbeiten von Peter Oesdorf dann weiterführen darf. Nein, weil ich diese schöne Aufgabe übernehmen durfte, als Vorstandsvorsitzender des Stiftung aus der kleinen Forscher eine tolle Arbeit fortsetzen zu dürfen. Ich war 9,5 Jahre lang Geschäftsführer des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen. Also es ist ein Lernforschungsinstitut, es arbeitet an der Schnittstelle zwischen Hirnforschung, Neurobiologie und Schulpraxis. Und dort habe ich als Praktiker in der Lernforschung gearbeitet, weil ich von Beruf, wie gesagt, Lehrer bin. Ich bin Grund- und Hauptschullehrer und Sie haben schon in meiner Sprache erkannt, wo ich diesen Beruf erworben habe und genau ausgeführt habe, auf der Schwäbischen Alb. Und da hatte ich, wie Christina Brückner, einmal das riesige Glück, eine neue Grundschule eröffnen zu dürfen. Das war in einem kleinen Dorf auf der Alb. In den 80er Jahren wurden Verwaltungsbezirke zusammengelegt. Dörfer haben Grundschule, Kindergarten und Kirche verloren. Und irgendwann haben manche dieser Dörfer rebelliert und haben gesagt, wir wollen unsere Schule wieder haben, weil das ist ein Teil einer Kultur. Wir wollen unsere Grundschule wieder haben, weil das ist ein Teil von Wert, denn den Wert hier erleben zu können. Und gleichzeitig ist diese zentrale Grundschule aus allen Nähten geplatzt und dann durfte ich eine kleine Dorfgrundschule wieder eröffnen. Ähnlich wie Sina Brückner hier. Und habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht. Was will ich in dieser Grundschule? Wofür ist sie da? Was muss sie ausdrücken? Was muss sie ermöglichen? Wann ist sie erfolgreich? Und heute kann ich Ihnen ein paar neurobiologische Aspekte und psychologische noch dazu nennen, was den Erfolg einer Grundschule ausmacht. Aber eigentlich ist es vor allem sind es die Menschen, es ist der gesunde Menschenverstand und es ist die Wertschätzung diesen Menschen gegenüber. MINT macht mehr. Ich bin der festen Überzeugung, nicht nur deswegen, weil ich gerade den Job des Vorstandsvorsitzenden einer Stiftung habe, die sich mit MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik beschäftigt. Sondern ich glaube, dass die Beschäftigung mit Natur und Technik für Kinder was ganz Natürliches ist. Was
weil einfach ihre Welt so ist. Weil die Welt eine ist, die ein Zweijähriges, ein Fünfjähriges, ein Achtjähriges erlebt, die geprägt ist von den Menschen, von der Natur und von den technischen Dingen, die um die Kinder herum sind. Also sind das die Dinge, die Spuren im Gehirn des Kindes hinterlassen, und die gilt es zu nutzen, damit sie die richtigen Spuren hinterlassen. Ich möchte einsteigen mit ein bisschen neurowissenschaftlicher Theorie sozusagen und Ihnen erzählen, was ist denn das eigentlich, was passiert da im Gehirn? Lernen findet im Gehirn statt oder gar nicht, ja, definitiv so. Und Lernen findet dann statt, wenn Hirnprozesse stattfinden und wenn das Hirn vor der, nach der Lernsituation anders ist als vor der Lernsituation. Es werden alle Prozesse vom Gehirn gesteuert und gehen aus von den Erfahrungen, die ich mitbringe in diese Lernsituation. Und sie werden, alle Prozesse, die stattfinden, hinterlassen Spuren im Gehirn des Lernenden. Dieses Prinzip nennt die Neurowissenschaft das Prinzip der Plastizität, dass es Spuren hinterlassen. Als ich vor 2004 von der Grund- und Hauptschulleitung, die ich auf der Alp hatte, gewechselt bin in das Transferzentrum für Neurowissenschaft und Lernen, hatte ich das Glück, dass ich Katrin Hille als meine Lernbegleiterin erleben durfte. Sie ist die immer noch Leiterin des ZNL und Psychologin, und sie war die Forschungsleiterin. Und sie hat gesagt, du darfst nicht alles fragen. Dann habe ich das auch ernst genommen. Ich habe sie alles gefragt, damit ich verstehe, was die Neurobiologie sagt. Dann habe ich gesagt, was ist denn eigentlich Plastizität? Guckt sie mich so an und sagt, ja, du bist Grundschullehrer. Dann macht es mal einfach. Und ich habe es verstanden. Ja, und deswegen, weil ich es verstanden habe, biete ich es Ihnen jetzt auch an, obwohl Sie nicht Grundschullehrer, sondern Gymnasiallehrer oder richtig tolle Menschen sind. Sie hat mir erzählt, Plastizität, das ist, stell dir vor, du hast zwei Bälle in der Hand, in jeder Hand einen. Und die sind gleich rund, von mir ist gleich groß, gleich farbig, aber nicht von der gleichen Art. Der eine, der ist so ein luftgefüllter Ball. Und wenn man den auf den Boden wirft, dann kann man ihn wieder auffangen, wenn man geschickt ist. Und der andere Ball, da ist nicht luftgefüllt, sondern das ist einer, der ist eigentlich eine Knetkugel. So eine Vollkugel, Knete. Und wenn ich den auf den Boden werfe, oder die Kugel, dann bleibt es halt unten. Beide sind aber am Anfang gleich perfekt rund. Und jetzt drücke ich auf beide Kugeln oder Bälle im gleichen Maß mit meinen Fingern ein. Was passiert? Ich verändere sie, sieht man ja in meinen Händen. Ja? Wenn ich jetzt den luftgefüllten Ball wieder loslasse, springt er zurück in seine Ursprungsform, denn der ist ja elastisch. Tun wir mal weg und gehen zur Knetkugel. Wenn ich da loslasse, was passiert dann? Ja, genau. Also mache ich so und lasse los, was, dann erkenne ich, dass auf dieser Knetkugel etwas anders geworden ist. Und der Impuls, den ich in meinen Fingern gemacht habe, der hat Spuren hinterlassen. Und diese Spuren, die bleiben, dieser Knetkugel, auch wenn der Impuls weg ist. Das ist Lernen. Lernen ist das Verarbeiten von Impulsen aus der Umwelt durch das Gehirn aufgrund dessen, was vorher war, und aufgrund des Impulses, und das hinterlässt Spuren. Lernen ist also Spuren hinterlassen im Gehirn. Und dieses Bild von der Knetkugel, das gefällt mir auch deswegen ganz gut, weil es gerade hier wieder um Kindergarten und dann auch Grundschule geht. Denn wer schon mal mit einer Knetkugel zu tun hatte, weiß, am Anfang sind die Knetkugeln sehr weich und sehr leicht beweglich. Das ist wie ein Kindergehirn. Ja? Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ein Säugling, dann hat es ein Gehirn, das in einem rasenden Tempo sich verändert, Strukturen bildet, Lernprozesse verarbeitet, um Kompetenzen zu entwickeln, im weitesten Sinne die zentralen Kompetenzen, wie sprechen, wie gehen, wie soziale Kompetenz aufnehmen. Das geht im Alter von 1, 2, 3 Jahren rasend schnell. Kinder lernen nie im Leben mehr so viel wie in den ersten Lebensjahren. In den ersten einen Lebensjahren, da lernt man am allermeisten, in den ersten 3 bis 5 Lebensjahren fast am allermeisten, und danach geht es in etwas ruhigere Bahnen. Deswegen ist das Gehirn eines kleinen Kindes so sehr veränderbar, so leicht veränderbar, weil dort die entscheidenden ersten Spuren gebildet werden. Die Knete verändert sich mit der Zeit. Ja, sie wird etwas zäher, etwas weniger beweglich, wie das Gehirn eben auch. Ja, auch das Gehirn von uns wird, wenn wir so die Pubertät hinter uns haben, da wird die Knete, nein, das Gehirn nochmal heftig durcheinander gewirbelt. Danach beginnt so ein Reifungsprozess, der dazu führt, dass das Gehirn wesentlich langsamer sich verändert, dass Lernprozesse langsamer Spuren, starke Spuren hinterlassen. Jetzt muss ich fragen, warum ist das so? Und die Antwort ist ganz einfach, das ist gut so, denn wenn auch wir Erwachsene schnell, wenn auch bei uns Erwachsenen das Gehirn schnell und dauerhaft so starke Impulse der Außenwelt so stark hinter solche Spuren hinterlassen würden,
dann würde unsere ganze Weisheit, unser Wissen, das, was wir erworben haben, das würde sich sehr schnell wieder verändern und flüchtig werden und das wäre für unsere Arbeit nicht so zuträglich. Lernen im Alter beginnt mit ungefähr 20. Beginnt ungefähr für die meisten von uns hier im Raum, glaube ich. Also, Lernen ist im Gehirn, werden Spuren hinterlassen. Diese Spuren werden durch die Impulse der Umwelt gesetzt. Deswegen ist so wichtig, welche Spuren die Umwelt, welche Impulse die Umwelt gibt, weil diese Spuren dann auch die Basis sind für jeden weiteren Lernprozess. Man wird, was man tut. Ihr Gehirn, unsere Gehirne sind nichts anderes als die Lernbiografie dessen, was wir bisher an Erfahrungen gesammelt haben. Das wussten allerdings schon die Indogermanen. Denn im Wort Lernen steckt in seiner Ursprungsform das Wort Leis. Und das ist das Geleis, oder im Schwäbischen ist die Leis. Also, man kann es hier nicht übersetzen. Das ist das hier, was einen Traktor hinterlässt, die Spuren, die durch Nutzung entstehen. Weil Plastizität die Grundlage für individuelle Entwicklung ist, deswegen sind nicht nur unsere Körper, sondern auch unsere Gehirne unterschiedlich. Stellen Sie sich vor, zwei Kinder kommen zum selben Zeitpunkt, im selben Krankenhaus, in zwei benachbarten Kreissälen zur Welt. Dann sind deren Gehirne entwicklungsbiologisch relativ ähnlich. Da ist viel da, aber noch relativ viel ungeformt. Sie sind schon ein bisschen unterschiedlich, diese Gehirne, weil Vater und Mutter, diese jeweiligen Kinder, schon ihre Gene, die sie vererbt haben, Stärken oder auch nicht so tolle Stärken hinterlassen haben. Stärke, das eine Kind bringt Stärke für das eine mit, das andere für das andere. Aber sie sind relativ ähnlich, werden aber nie wieder so ähnlich sein wie zu diesem Zeitpunkt der Geburt. Denn auf dieses je unterschiedliche Gehirn trifft zu jedem Zeitpunkt in der je unterschiedlichen Familie, treffen unterschiedliche Impulse, die die Unterschiedlichkeit dieser eh schon unterschiedlich angelegten Gehirne natürlich ausprägen und erweitern. Das wissen wir alle beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule, wenn die Kinder ungefähr 6 Jahre sind, dann sind die schon sehr unterschiedlich. Die sind biologisch vielleicht exakt gleich alt, aber von ihrer Entwicklung her, von der kognitiven, von ihrer sozialen und sonstigen Entwicklung her, können die bis zu 2,5 oder 3 Entwicklungsjahre auseinander sein. Das eine Kind ist also an seinem ersten Schultag 6 Jahre alt und entwicklungsbiologisch oder seiner kognitiven Entwicklung her vielleicht schon 7,5 und das andere 4,5 oder 5. Und das ist normal. Das weiß jede Person, die mit Kindern im Kindergarten oder Grundschule zu tun hat. Gott sei Dank haben wir es ihre Grundschullehrer ist da einfach, weil diese Unterschiedlichkeit, die nimmt von Jahr zu Jahr zu. Und Gymnasiallehrer, egal ob die Klasse 13 oder 23 oder 30 Schüler hat, sie haben es immer mit heterogenen Gruppen zu tun. Es kann nie anders sein. Und der Umgang mit Unterschiedlichkeit, das ist, glaube ich, mit die größte Herausforderung für unser deutsches Bildungssystem. Jedem Kind die Möglichkeit zu geben, entsprechend seiner Fähigkeiten sich weiterzuentwickeln. Als ich angefangen habe, in der Schule zu arbeiten, dachte ich, alle Kinder des gleichen Jahrgangs können bei mir im gleichen Lehrer, im gleichen Klassenzimmer, am gleichen Tag und im gleichen Material die gleichen Ziele gleich schnell und gleich gut erreichen. Ja? Und dann kommt das nächste Ziel. Ein bisschen schwache Präsentation. So habe ich angefangen, Lehrer zu sein, 86 auf der Alp. Das konnte ich gleich bleiben lassen. Weil ich habe gleich gelernt, dass jedes Kind an einem anderen Punkt startet und in einem anderen Tempo auf ein Ziel zuarbeitet. Aber jedes bewegt sich, denn jedes Kind will Erfolg haben. Mein Job ist, diese unterschiedlichen Bewegungen, wenn ich noch später kommen, auch noch, die zuzulassen und zu unterstützen. Große Herausforderung in jede Bildungseinrichtung, auch in einer Grundschule, ist, jedem Kind sein Recht zu geben, seinen Weg zu gehen. So, jetzt habe ich gesagt, Lernen ist ein aktiver Prozess, deswegen machen wir gleich mal ein Experiment. Schauen wir mal, ob Sie auch lernfähig sind. Natürlich, sind wir alle. Sie sehen jetzt gleich eine Reihe von Gesichtern. Die haben unterschiedliche Hintergründe und sind so, naja, von jedem Alter. Lassen Sie die einfach mal auf sich wirken. Schauen Sie einfach mal an, was da passiert.
Gut. So. Eben habe ich gesagt, Lernen ist das Verarbeiten von Impulsen aus der Umwelt. Sie haben jetzt über diese Umwelt einen visuellen Impuls, einen Reiz erhalten, der hat irgendwas verändert im Gehirn. Also müssen wir jetzt ja durch einen Test feststellen können, was dieser Impuls verändert hat. Machen wir gleich mal einen Test, wir sind ja in der Schule, oder? Sie sehen jetzt gleich ein Gesicht, so wie hier. Und Sie haben vorher gesehen, die Gesichter hatten entweder einen grauen oder einen rosa Hintergrund. Was müsste denn jetzt für ein Hintergrund hinter diesem Bild sein? Sie dürfen laut ausrufen. Rosa vermuten Sie? Ah, es war grau. Zweiter Test. Dann? Es war grau. Grau? Und Sie haben recht. Und da? Rosa. Jetzt trauen Sie sich nicht mehr. Es ist grau. Und jetzt? Sind wir uns sicher? Da ist rosa. Genau. Und da? Grau. Ich höre es richtig. Und da? Ja, da traut sich eben grau. Hier? Rosa. Ja, Sie waren mutiger. Genau. Und hier? Rosa. Ja, Sie haben recht. Und da? Rosa. Auch rosa. Und hier? Grau. Toll. Sie wurden mit der Zeit mutiger. Genau. Schweiß. Testsituation. Was passiert am Mütter? Da komme ich alle drauf. Sie waren. Oft lagen Sie richtig. Wie haben Sie das geschafft, dass Sie die richtige Farbe sagen konnten, obwohl. Ja. Was haben Sie dann genutzt? Wie sind Sie vorgegangen mit der Entscheidung? Ich habe versucht, Merkmale zu suchen, die immer mit der Farbe korrespondieren. Okay, und? Welche Merkmale waren es? Bei mir waren es die Augen. Was war an den Augen? Die Augen sind immer oben, also ziemlich weit oben im Gesicht, waren dann rosa und dann auch. Also die Augenhöhe, richtig. Sie haben nur ein zweites Merkmal erkannt. Der Augenabstand war unterschiedlich, richtig. Das waren zwei Merkmale, es gab insgesamt vier. Nasenlänge, stimmt. Und Nasen-Mundabstand war noch unterschiedlich. Genau, das sind die vier Kriterien, die Sie angewandt haben, um zu entscheiden. Habe ich Ihnen gesagt, Sie sollen Kriterien sich merken, wenn Sie die Bilder anschauen. Warum haben Sie das dann gemacht? Weil Ihr Gehirn, unser Gehirn, nichts anderes macht, den ganzen Tag als die Wirklichkeit auf Regeln hin abzugleichen, auf Kriterien, die uns sagen, das ist etwas, was ich schon mal erlebt habe, deswegen weiß ich, wie ich reagieren muss, oder da ist etwas anders als normal, also muss ich umlernen und einen anderen Weg gehen. Das Gehirn ist ein wunderbarer Regelextraktor, tut es ständig und dauerhaft. Die beste Situation, wo wir das ständig tun. Zweites Experiment. Würden Sie bitte mal alle Ihre Arme vertikal ausstrecken? Strecken Sie Ihre Arme vertikal aus. Vertikal? Ja! Den kann ich predigen, was ich will. Die tun doch eh nur, was ich nach. Die machen nach, was ich will. So, jetzt passen Sie auf. Genau. Da komme ich zum Mint. Ich bin Lehrer geworden, weil ich im Sozial-Kreativ-Sprachlichen meine Stärken habe. Nicht unbedingt die Mathe, Technik und Biologie und Chemie meine guten Erfahrungen gemacht haben. Was mache ich dann, wenn ich im Unterricht arbeite? Das, was ich gut kann. Das machen viele Erzieherinnen und Erzieher, das viele Grundschullehrkräfte, auch meine Gymnasiallehrkräfte, machen das, was sie gut können. Und vermeiden das andere. Was passiert dann im Kindergarten und in der Grundschule? Vor allem mit den MINT-Themen. Die Kollegen sagen nicht so, sondern so. Ja? Nee, ist nicht so meins. Mach ich lieber nicht. Sorgt dafür, dass Kinder im Kindergarten oder in der Grundschule erleben, MINT, das ist das, wo man sagt, nee, mach ich es nicht so gern, kann ich nicht so gut, lass ich lieber sein. Dann haben wir ein Problem, wenn möglichst viele Kinder und Jugendliche das sagen, nee. Sondern die sollen sagen, ja, MINT, das ist das, wo ich erlebe, da kann ich etwas, da kann ich meine Ziele erreichen, da bin ich erfolgreich. Wir haben hier die Möglichkeit, in Luisenlund gemeinsam eine Grundschule zu entwickeln, in der dieses Prinzip, MINT macht Spaß, MINT kann ich, mit MINT kann ich mich als erfolgreich erleben, zum Grundprinzip gestaltet werden kann. Um Kindern im Alltag implizit, wie man es hier sagt, nicht nur explizit und laut und deutlich, sondern in der Handlung, im Tun, im regelhaften Tun, erlebbar zu machen, MINT ist toll. Erster. Noch ein anderes Experiment. Sie waren da ganz gut, haben ganz gut mitgemacht.
Für dieses zweite Lernexperiment bräuchten Sie alle einen Stift und ein Papier. Sie müssen dann bitte diesen Begriff lesen und eine Entscheidung treffen. Die Gruppe A, wer war noch in Gruppe A? Gut, Lima. Sie entscheiden bitte, ist das Wort eines, das man mit wird dieses Wort, so wie es da steht, mit Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben geschrieben? Und ich verspreche Ihnen, das Wort hat entweder Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben, keine Mischung. Ja? Zum einen. Also, wenn Sie das Wort Lampe sehen würden, dann würden Sie ja, bei Wort Essen würden Sie sagen nein. Das Schwierige ist nicht die Entscheidung, sondern das Schwierige ist das Tempo. Deswegen empfehle ich der Gruppe A, wie B, wie B, C, jetzt gleich auf dem Blatt zwei Spalten zu machen. Eine Spalte mit Ja und eine Spalte mit Nein. Dann machen Sie es so groß, dass Sie nachher blind bei A und bei B ein Kreuzchen machen können oder ein Strichchen. Denn Sie werden nicht die Zeit haben, auf das Blatt zu schauen. Sie müssen also wissen, wo ist Ja, wo ist Nein. Okay, Gruppe A weiß, was sie macht. Gruppe B sieht denselben Begriff zur selben Zeit. Wo ist Gruppe B? Okay, gut. Sie entscheiden bitte, ist das ein Verb oder nicht? Tun wir es oder tun wir es nicht? Essen, tun wir nachher auch ein bisschen. Lampe tun wir nicht. Sogar beides. Essen ist aber beides. Das Verb, aber nicht so, wie es geschrieben ist. Ach, wenn es klein geschrieben ist, ist es okay. Okay, das Essen würde dann dran stehen, wenn es ein Nomen wäre. Ist es? Okay, die Gruppe C, wo ist die? Sie entscheiden bitte beim selben Wort, das Sie sehen, ob das etwas Belebtes oder Belebendes darstellt oder nicht. Also Essen, das Essen belebt. Es war manchmal auch vorher belebt. Lampe, die Lampe belebt und das Licht würde belebt. Aber wenn die Lampe jetzt so aus ist, belebt sie nicht. Okay? Ich sage ja, die Aufgabe selbst ist nicht die Schwierigkeit. Das Tempo wird die Schwierigkeit sein, weil Sie sehen jeden Begriff nur eine Sekunde. Sie müssen dann eine Entscheidung treffen und dann links oder rechts bei Ja oder Nein machen. Auf die Plätze. Fertig. Zur Seite. Los! So, das war's schon. Zählen Sie doch bitte mal gleich Ihre Striche. Und gucken Sie, wie viel Ja und wie viel Nein Sie haben. Das dürfen Sie jetzt hinschreiben. Okay, Gruppe A, wie viele Ja, wie viele Nein hatten Sie? Sieben. Sieben und sieben? Großklasse, echt, ich bin groß von deinem Buchstaben schreiben. Also, genau richtig. Gruppe B, wie viele, wie war die Ihre Verteilung? Wie viele Ja, wie viele Nein? Sieben. Sieben, sieben? Perfekt. Sie schaffen das. Sieben. Okay, da war eine Unklarheit. Und Gruppe C? Sieben, sieben, neun, fünf, neun, fünf. Oh, sieben, sieben, neun, fünf, acht, sechs. Neun bis zehn. Neun bis zehn zu viereinhalb. Okay, okay, es kommt darauf an. Ja, ist nicht so ganz entscheidend, wie viele Striche Sie haben. Das Leben besteht nicht aus Strichen. Das Leben besteht aus Inhalten. Die Wörter, die Sie gelesen haben, die haben ja Inhalte transportiert. Schreiben Sie doch bitte auf, welches Wort da, welche Wörter Sie gesehen haben. Es waren 14, schreiben Sie die 14 Wörter jetzt bitte auf. Echt jetzt? Es kommt nicht auf dich an. Es kommt auf Inhalt. Die Reihenfolge ist egal. Rechtschreibung ist auch egal. Ach so, Einzellaut bitte. Still. So, Volkslaut, wenn du nur eine Fühler bitte. Okay, ich erlöse Sie und zeige Ihnen hier die Lösung. Das waren die 14 Begriffe. Sie dürfen jetzt mal kontrollieren und sich für jeden Begriff, den Sie sich gemerkt haben, einen Punkt geben.
Okay. Auch diese Anzahl der richtig gemerkten Wörter notieren Sie jetzt mit einer Zahl, die Sie merken konnten. Und dann, ich habe die letzten Jahre in der Wissenschaft gearbeitet, machen wir eine GUVI. Kennen Sie die GUVI? Können wir hier nicht? Nein. Gucken, wie es ist. Evaluation. Ja? Also, wir gucken mal, wie Sie abgeschnitten haben. GUVI. Sie dürfen jetzt die Arme stricken, den Handrum stricken, wenn Sie zwei oder mehr Begriffe sich merken können. Zwei oder mehr. Zwei oder mehr. Ja, super, da geht es ja jeder mal hoch. Bleiben Sie oben, wenn Sie drei oder mehr haben. Vier oder mehr? Fünf oder mehr? Sechs oder mehr? Sieben oder mehr? Jetzt ist die Gruppe A ganz raus. B ist auch schon weit weg. C ist noch ein bisschen da. Acht oder mehr? Mehr als 14. Ja, was war denn mit der Gruppe A los? Die ist im Schnitt deutlich früher ausgestiegen. Sie konnten sich weniger merken als B und B weniger als C. Warum? Was war denn los mit Ihnen bei A? Ich konzentriere mich da. Bitte? Ich habe wirklich nur auf Groß oder Klein geachtet. Ich habe mir die Wörter noch mehr durch gelesen. Damit haben Sie gemacht, was ich Ihnen gesagt habe, ja? Mhm. Sind Sie Beamte? Ich bin's noch. Ich habe Ihnen eine Lernaufgabe gegeben, die es dazu geführt hat, dass Sie Oberflächen angeschaut haben. Ja? Rein die Oberfläche, nicht auf den Inhalt geschaut. Hat es bei der Gruppe B und C auch gereicht, auf die Oberfläche zu schauen? Bei C ging nicht, deswegen haben die auch den Schluss länger durchgehalten. Was vermuten Sie, was steckt dahinter, dass die Gruppe C, weil es, also was ist der Zusammenhang mit dem sich merken können, wenn man auf die Inhalte schaut? Man betrachtet das Ganze als Aspekt. Und der ist dann natürlich ausschlaggebend, dass man das Wort natürlich noch erinnert, anstatt nur auf andere. Ja. Also mit einer Emotion verbunden, denke ich mal. Aha. Zumindest in der Gruppe C waren auch Emotionen im Spiel bei unserer Bewertung. Ihr das wollte ich auch sagen, mit anderen Gehirninhalten verbunden. Ja. Danke für das Stichwort Gehirn. Das ist ein Lieblingsexperiment der Neurowissenschaftler. Das funktioniert immer. Ja? Man legt Menschen in den Magnetresonanztomographen oder den Scanner, kennen Sie ja, das Lieblingsspielzeug von Neurowissenschaftler. Und wenn der Geschäftsführer eines solchen Instituts ist, ärgert einen das, weil es ist teuer, so die Stunde kostet dann 600, 700 Euro. Also aber die legen da Menschen rein und sagen denen entweder die Aufgabe der Gruppe A oder der Gruppe B oder C und schauen, was passiert im Gehirn dieses Menschen während des Verarbeitens, während des Lernprozesses. Und im Gehirn der, die Aufgabe der Gruppe A haben, da ist, sieht man schon, dass das Gehirn lebendig ist, also aktiv ist. Und das ist gut so, weil das Gehirn übrigens verarbeitet ständig eine Riesenmenge an Daten, und verarbeitet vor allem Daten aus Erfahrungen des Gehirns. Die wenigsten Daten, die das Gehirn verarbeitet, sind die, die es aktuell über Auge, Ohr oder sonstige Erfahrungen erfährt. Also vor allem mit sich selbst beschäftigt. Also das sieht man da in den Gehirnen. Und dann sieht man, dass der Impuls des Wortes mit, verbunden mit der Aufgabe, entscheide, ob große oder Kleinbuchstaben da sind, dafür sorgen, dass zusätzlich zu sonstigen Grundaktivierungen des Gehirns jetzt noch dass die Areale aktiv sind, in denen wir Groß- und Kleinbuchstaben gespeichert haben. Das haben wir in unserem visuellen Areal hier hinten, das sind ungefähr ein Drittel des Gehirns. Und an kleinen Stellen sind diese großen und Kleinbuchstaben gespeichert und dann ist noch vorne ein kleines Areal aktiv, das zu unterscheiden hilft. Also nicht wirklich viel los im Gehirn. Sorry, lagern wir nicht an Ihnen. In den Gehirnen der, die Aufgabe B hatten, muss mehr los sein. Weil da reicht es ja nicht, die Oberfläche anzuschauen, sondern sie mussten sich die Buchstaben, sich bewusst machen, den Lautwert dieses Buchstabens, diese Laute zusammenführen zu einem Kontinuum, einem Lautkontinuum, dieses Lautkontinuum wieder abgleichen mit ihrem semantischen Speicher, also dem Wortspeicher im Gehirn, wo dann Begriffe, Inhalte, Konzepte damit verbunden sind. Also von ganz schön viel mehr los im Gehirn und noch eine regelhafte Entscheidung, wieder aus dem Frontalhirn herausnehmen und sagen, was ist ein Verb, ist das eins, passt es in die Regel, ja oder nein. Also im Gehirn der Menschen mit Gruppe 2 ist deutlich mehr los. Und in der Gruppe 3, da sind weitere Gehirnareale zugeschaltet, nämlich so philosophische Entscheidungen zu treffen, was ist belebt oder nicht belebt. Da muss man dann Erinnerungen, Gerüche, Emotionen, kognitives Wissen und so weiter, das man abgespeichert hat, zuspalten. Man sieht so richtig, wie in dem Gehirn derjenigen, die Aufgabe
C haben, alle möglichen Gehirnareale aktiv sind. Ein ganzes Netz an Arealen ist aktiv. Das Faszinierende ist, 14 Sekunden Lernzeit in dieser aktiven Form sorgen dafür, dass ein Wissensnetz entsteht, das deutlich höherwertiger ist, deutlich mehr einen Lerneffekt hat, als es die Hirn derer, die von ihrem blöden Lehrer die Aufgabe A bekommen haben. Nämlich ein oberflächliches Wissen anzueignen, das oberflächlich mit wenigen Punkten im Netz verknüpft ist und deswegen sehr flüchtig ist und schnell wieder weg ist. Dafür lohnt sich keine Unterrichtsstunde zu machen für Lernen à la Gruppe A. Dafür lohnt sich kein Unterricht zu machen. Da gehe ich doch lieber segeln. Hier, Lüftschlag. Da habe ich mehr davon, weil wieder sehr viel mehr meiner Kanäle aktiviert worden sind. Lernsituationen sind dann erfolgreich und dann sinnvoll, wenn möglichst viele Lernkanäle aktiviert sind und möglichst viele Hirnareale mit involviert sind. Dann entsteht ein dichtes Netz von Wissen. Das Netz von Wissen. Und alles, was wir wirklich beherrschen, besitzen, was uns an Wissen und Fähigkeiten ausmacht, das ist genau so entstanden. Und nur das, nur wenn es so entstanden ist, bleibt es bei uns ganz tief. Ich habe gerade eine Folie geblättert hier von Markus Kiefer, einer meiner Kollegen in Ulm, der mit Magnetresonanz und Hirnstrommessungen gearbeitet hat. Er hat ein schönes, ganz einfaches Experiment, ganz vielfach gemacht und immer wieder bestätigt gefunden. Wenn ich jetzt zu Ihnen allen das Wort sage, Telefon, dann aktiviere ich ganz sicher in all Ihren Gehirnen, auch in meinem, nicht nur das Areal, das Töne verarbeitet, also meine Schallwelle, die den Schallmuster Telefon gesagt hat, sondern ich aktiviere gleichzeitig in Ihren Gehirnen und auch in meinem Gehirn im visuellen Areal wieder das Areal, in dem das Bild, das von mir am häufigsten genutzten Telefon abgespeichert ist, das rufe ich quasi mit auf, und in einem Areal, in dem Töne abgespeichert sind, hat sich was bewegt sozusagen, ist ein Impuls entstanden, der den von mir in der Regel gehörten Klingelton umfasst. Also das Konzept Telefon kann über Bild, über Ton, über Wort aktiviert werden, weil es über Bild, Ton, Wort und so weiter abgespeichert worden ist. Und nochmal, nur was so abgespeichert worden ist, ist vorhanden. Alles, was nicht die Möglichkeit hat, sich tief, mehrfach, über mehrere Kanäle, multimodal abzuspeichern im Gehirn, hat auch keine Chance zu bleiben und es lohnt sich nicht, dafür Zeit zu verwenden. Und was schafft bessere Möglichkeiten, als um mehrkanalige Lernprozesse zu initiieren und ein dichtes Wissensnetz anzueignen, als das Arbeiten mit Natur, mit dem, was uns umgibt. Und das in der sozialen Situation, in der Auseinandersetzung mit anderen. Das wissen aber schon andere, das wussten zum Beispiel Norman Cathy Green, die mit dem Konzept des kooperativen Lernens sehr starke Impulse gesetzt haben in der Bildung. Die sagen, von der Menge an Wissen, die ich haben könnte nach einer Lernsituation, da bleibt, wenn ich nur zugehört habe und vor allem etwas zugehört habe, wo ich kein Vorwissen hatte, ganz, ganz wenig hängen. Je mehr Aktivitäten dazukommen, ein aktives Lesen mit Anstreichen, mit Überschriften schreiben, mit Bewerbungen machen, bringt schon sehr viel mehr ein. Dabei noch was sehen, Bilder anschauen, zum Lesen, zum Hören, verstärkt, vertieft das Wissen, das speicherte Wissen. Wenn ich über etwas diskutiere, dann merke ich mir mindestens meine Argumente, nicht unbedingt mit den anderen, aber die sind da, die sind stabil da. Und wenn ich etwas tue und dann auch noch anderen erkläre, was ich hier getan habe, das ist die Garantie, mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit die Garantie, dass das Wissen, das ich so angeeignet und genutzt habe, dann zu meinem eigenen geworden ist. Denn der Mensch, der etwas tut, um es dann anderen wieder weitergeben zu können, muss ja den Impuls von außen verarbeiten, ein eigenes Bild konstruieren, deswegen sprechen wir von Konstruktion und Wirklichkeit durch den Menschen, und das wiederum so aufbereiten, dass er es anderen erläutern kann. Er muss also es besitzen. Er hat sich fremdes Wissen oder fremdes angeeignet, zum eigenen gemacht, Lernspuren hinterlassen, Synapsenverbindungen geschaffen, die ihm dieses Wissen dann als unveräußerbares, als nicht verlierbares Wissen geben. Nochmal, wenn wir eine Grundschule und vielleicht auch ein Gymnasium haben, in denen ganz häufig Situationen sind, wo Jugendliche eigene Ziele setzen und diese dann aktiv erarbeiten, in der sozialen Gruppe erarbeiten, um es dann wieder weitergeben zu können an andere, das sind die Lernsituationen, für die sich lohnt, Schule zu machen. Darf ich noch ein Experiment machen oder bin ich schon über der Zeit? Oh, ich bin über der Zeit. Darf ich noch ein Experiment machen, bitte? War es einstimmig, ja, zweistimmig? Ein letztes, okay?
Wir wollen zwei Gruppen. Das ist einfach. Da machen wir eins und zwei. Hier eins, ja, zwei. Eins und zwei. Die größte Herausforderung wird es sein für die Gruppe 2, dass sie etwas tun, was sie automatisch immer tun, dass sie das nicht tun, was sie immer tun. Wenn sie nämlich einen Text sehen, dann wollen sie den ja lesen. So sind wir sozialisiert. Das macht unser Gehirn automatisch. Das ist eine tiefe Lernkurve. Ich zwinge sie jetzt, das nicht zu tun, indem ich sie bitte, den Text, den ich jetzt der Gruppe 1 zeige, nicht zu lesen. Schauen Sie nach hinten, schauen Sie nach unten, schwätzen Sie mit Ihren Nachbarinnen und Nachbarn, aber lesen Sie bitte nicht den Text. Ja? Den lesen Sie jetzt. So, jetzt machen wir es gerecht. Jetzt dürfen Sie gleich lesen und Sie haben die schwierige Aufgabe, nicht zu lesen. Kriegen Sie es hin? Weggucken, bitte. Ihr Text. Guck mal. Das gut, jetzt dürfen alle beide Gruppen die Fortsetzung lesen. Gelesen? Gemerkt? Dann können Sie es aufschreiben. Schreiben Sie bitte die medizinischen Verfahren, die gerade in der Fortsetzung genannt worden sind, auf. Einzelarbeit. Stillarbeit. Okay, und Sie zählen die Wörter wieder zusammen, geben sich eine Summe und dann kommt Uwe Nummer 2. Wir gucken wieder, wir kennen das Spiel. Sie dürfen die Arme, den Arm hochstrecken, wenn Sie 2 oder mehr, dieser Begriff zu warten. Bleiben Sie oben bei 3 oder mehr, 4 oder mehr, 5 oder mehr, 6 oder mehr. Gucken Sie mal zwischen der Gruppe, was jetzt ist. Da ist noch eine Person, das sind 3, 7 oder mehr. Okay, Schulleiter 8 oder mehr? Mehr als 8? 7. Das hat manchmal mit dem Alter zu tun, wie sie mit der Geräte im Zentrum hat mit dem Beruf zu tun. Typische Situation. Die Gruppe A, die hat häufiger mehr Begriffe sich merken können als Gruppe B. Das ist ganz normal, sie haben ganz normal reagiert. Hat die Gruppe A den gleichen Text gehabt? Na, sonst hätten Sie ihn ja auch lesen können. Nein. Also ich vermute, die Gruppe A hatte einen Text, wo jemand krank war. Die waren ganz anders betroffen. Wir haben ja nur eine pädagogische Vorstellung für den Jungen. Das nur finde ich gerade interessant. Und da ja, genau. Aber trotzdem, Sie haben einen sachlicheren Text bekommen. Das sind die zwei Texte, die haben übrigens voll ins Schwarze getroffen. Die Gruppe A, die hat den Text gelesen, ein Junge fährt mit seiner Mutter durch die Stadt, wird bei einem Autounfall verletzt und dann kommt ins Krankenhaus. War ihr Text. Ja, das ist okay. Und die Verletzung ist Ausgangspunkt für die Untersuchung. Ihr Text, der Junge besucht den Papa im Krankenhaus, warum er da auch immer ist, ob er Mitarbeiter ist oder ein Patient. Und dann werden die medizinischen Verfahren gezeigt. Eine quasi pädagogische Situation. Und was ist der Unterschied?
die Emotionen. Hier geht es um Leben und Tod. Und hier geht es um Rumreiten, um Pädagogik. Bitte? Ich frage mich, das ist total absurd. Wieso kommt da jetzt dieser Anruf der Schwester? Also ich habe eigentlich mal über die Absurdität nachgedacht, weil du wo wollte uns jetzt wieder... Was soll das? Da fragt sich das Gehirn, was soll das? Warum soll ich zusätzlich zu den überlebenswichtigen Aktivitäten, für die ich sorgen muss, noch Gehirnaktivität aufbringen für sowas? Hat doch mit mir nichts zu tun. Relevanz und Bedeutsamkeit. Und was sorgt dafür? Diese Relevanz und Bedeutsamkeit, es geht um Leben und Tod, sorgt dafür, dass das Gehirn hier aktiver ist und sie sich mehr merken konnten als sie. Wiederum ein Lernleistungsunterschied in wenigen Sekunden, der aber messbar ist, signifikant ist in Untersuchungen gemacht, ausgelöst dadurch, dass hier Emotionen geweckt werden konnten. Also wieder eine Regel, ein Unterricht, der Emotionen weckt, der ist besser und sorgt für mehr Lernleistung. Ja, das kennen wir doch. Kommen Sie aber nach vorne und zeigen Sie an der Tafel diese kurze Matheaufgabe doch gestern schon. Weckt Emotionen, oder? So, Heft raus, wir haben unangesehen, wir können das nicht tat. Also, ist es egal, welche Emotionen? Natürlich nicht. Das haben wir in ZDL jetzt auch. Habe ich noch eine Gruppe vergessen. Ich komme gleich nochmal zurück auf die Frage, welche Emotionen sind es. Dieses Wissen, dass die emotionale Aktivierung wichtig ist, das ist schon 100 Jahre alt. Jörgs und Dodson haben in den USA, zwei Psychologen, haben diese Aktivierungskurve gemacht. Wenn etwas emotional nicht bedeutsam ist, dann ist die Leistungsfähigkeit, die Leistung, die man damit erbringt, gering. Je emotional wichtiger, je bedeutsamer es für mich ist, desto höher ist das Leistungslevel. Das kann aber kippen, wenn nämlich Stress ins Spiel kommt und die Emotion zu groß wird. Dann wird es negativ. Das meinte ich mit diesem Diktat und Unangekündigung. Da kippt Emotion wieder. Also deswegen neurobiologisch die Frage gestellt, kann man nachweisen, dass es besser ist, positive Emotionen zu wecken, als Angst und Furcht zu wecken. Das haben wir gemacht. Wir haben im ZNL Menschen wieder ins Scanner gelegt, Magnetresonanzen, und haben gesagt, schau dir dieses Bild an. Und was macht dieses Bild? Emotionen. Ja? Oder dieses. Das weckt doch Emotionen. Oder das. Weckt natürlich auch Emotionen. Oder hier. Das ist für eine Bevölkerungsgruppe. Das sind die anderen. Sie haben den Unterschied erkannt. Bei Männern reicht es nicht, wenn sie gut aussehen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie liegen im Magnetresonanztomographen, ja, recht fixiert sozusagen. Sie können sich nicht groß bewegen, sollen Sie auch nicht, weil sonst wackelt das Gehirn, wackelt der Kopf. Dann ist das Bild kaputt, und nochmal machen, kostet 700 Euro. Und Sie kriegen abwechselnd ein Bild gezeigt, das Ihre Emotionen moduliert. Und wenn Blickfeld füllend mit einer Videobrille ein Haifisch auf Sie zuschwimmt, das macht was mit Ihren Emotionen. Oder wenn dann beim nächsten Bild zwei schmusende Menschen auftauchen, das macht was mit Ihren Emotionen. Oder ein Dalmatinerhund. Also wir haben Emotionen moduliert. Und anschließend haben wir den Menschen im nächsten Bild einen Begriff gezeigt, der hatte nichts mit dem Bild zu tun, der war ganz emotional neutral, irgendein Begriff. Und dann war eine kurze Pause und danach gab es das nächste Bild, Emotionen moduliert, nächster Begriff, Pause. So lief das. Das sind auch die englischen Präsentationen, waren aber deutsche Begriffe, wir haben sie in Ulm gemacht. Nicht schwäbisch, sondern deutsche Begriffe. Ging 40 Minuten lang. Genau, 600 Bildwechsel. Und danach haben wir die Menschen aus dem Magnetresonanztomographen befreit. Und ich glaube, Sie wissen schon, was da gemacht worden ist. Keine Psychotherapie. So, genau. Das war gerade implizites Lernen. Genau so funktioniert nämlich Lernforschung. Sie haben sich auch gerade erlebt. Man kriegt etwas gezeigt und muss dann eine Surprise-Task machen. Nämlich unerwartet kriegt man Papier und Stift in die Hand gedrückt und heißt, schreibt man auf, was du da gelesen hast. Das haben unsere Probanden auch gemacht. Und die haben uns aufgeschrieben, welche Begriffe sie sich merken konnten. Und dann haben meine Kollegen ausgezählt, wie viele dieser Begriffe hatten vorher ein Bild, das eine positive Emotion ausgelöst hat, wie viel hat eine neutrale, das gibt es auch als Kontrollbild, und eine negative Emotion. Und sie haben vorher war es gleich verteilt, im Kopf des Lernenden hat es sich unterschiedlich verteilt. Und das Erste, was sie festgestellt haben, ist, Begriffe, vor denen vorher eine positive Emotion moduliert war, von denen konnten wir sich überzufällig, hochsignifikant mehr merken, als Begriffe, die man in einer negativen Emotion erlebt hat. Also, wenn es mir gut geht, kann ich besser lernen. Dafür braucht es eine neurowissenschaftliche Grundlagenforschung. Das wissen wir. Wozu es die braucht, ist, um zu gucken, was passiert denn im Gehirn, wenn Emotion und Inhalt zusammenkommen.
Da sehen Sie jetzt die Hirnschnitte im Durchschnitt von allen Probanden gemessen. Und Sie sehen hier hypokampale Strukturen. Das ist also der Bereich im Gehirn, das ist sozusagen das, der Arbeitsspeicher im Gehirn. Da wird das müsste bei Ihnen gerade relativ gut aktiviert sein, wenn Sie nicht alles schon wussten, was ich Ihnen erzähle, weil Sie sagen, oh, das ist interessant, das Neue ist, dann wird es im Arbeitsspeicher zwischengespeichert. Je aktiver der ist, desto mehr können Sie zwischenspeichern. Wenn Sie es dann erzählen zu Hause, wenn Sie es heute Nacht schlafen, in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht, wird es verarbeitet, prozessiert und kommt ins Langzeitgedächtnis. Ja, deswegen, Arbeitsspeicher ist das, was wir alle brauchen, um aktiv jetzt im Moment lernen zu können. Der Arbeitsspeicher ist enorm wichtig und ist enorm aktiv, wenn es uns gut geht. Der ist nicht aktiv, wenn es uns schlecht geht. Da ist was anderes aktiv, da ist die Amygdala aktiv, der Mandelkern. Und die Amygdala, das ist ein Areal, das haben wir als Angst- und Fluchtzentrum erworben in der Steinzeit. Stellen Sie sich vor, von links kommt ein Säbelzahntiger und Sie lassen den mal so auf sich wirken. Die Menschen, die das gemacht haben, die konnten ihre Gene nicht vererben. Diejenigen, die gelernt haben, da raffelt was von links, das könnte ein Säbelzahntiger sein, da warte ich nicht, bis mein Drittel meines Gehirns verarbeitet hat, das dauert ewig, sondern ich mache eine Schwarz-Weiß-Kopie, sozusagen schicke die an die Amygdala, und die Amygdala, die sagt zum Herz, Herzfrequenz hoch, Blutdruck hoch, Muskeltonus anspannen, es könnte sein, dass ein Säbelzahntiger ist, ich muss kämpfen oder fliehen. Die haben überlebt. Ja? Die sollen eine Schnellkopie machen. Dann haben sie genau hingeguckt und sagen, ach, war ja doch nicht dasselbe Zeitige, war ja nur mein Kumpel, Schwingung oder Wärmer, die da um die Ecke kommen. Also kann ich und alles ist gut. Dieses Areal, das ist in unserem Kopf auch noch drin, obwohl Säbelzahntiger selbst in Luisenlund ja nichts, also Heitabu war mal, heute Luisenlund nicht Säbelzahntiger. Aber trotzdem ist das, das aktiv ist beim Lernen, vor allem wenn es mir schlecht geht. Dieses Areal sorgt dafür, dass wenn Angst ist, dass dann der Hippocampus ausgestaltet wird und nur eine Reiz- oder Fluchtreaktion möglich ist. Das kennen wir, wenn Schüler, denen es nicht gut geht, dann gehen wollen, schlicht und ergreifend, oder sich wehren dagegen. Das ist keine gute Lernsituation. Wir haben 2 Wochen später dieselben Probanden nochmal in den Scanner gelegt und haben ihnen ihre Begriffe gezeigt, also das, was sie sich jetzt aufgeschrieben hatten. Und haben geguckt, was ist jetzt im Gehirn aktiv, in dem Moment, wo sie sich erinnern an den Begriff. Es waren exakt dieselben Areale, die aktiv waren beim Erinnern, beim Einspeichern, die beim Erinnern wieder aufgerufen worden sind. Heißt, in jedem Lernprozess speichere ich nicht nur den Inhalt, sondern auch die Emotion, in der ich es genannt habe. Und die bleibt wieder Inhalt. Das wissen wir aus aufwendigen Forschungen, vor allem in Deutschland, im europäischen Bereich. 46% der Erwachsenen verbinden amygdaläre Erfahrungen mit dem Wort Mathematik. Ist so. Das sind wir in Deutschland richtig gut darin, Kindern so die Erfahrung häufig machen zu lassen, Mathe, das kann ich nicht. Und es ist gelernt. Kein Kind kommt mit dieser Erfahrung, dieser Lernspur auf die Welt. Die wenigsten Kinder verlassen den Kindergarten übrigens mit dieser Erfahrung. Auf 46% der Erwachsenen verlassen die Schule mit der Erfahrung, Mathe kann ich nicht. Das ist unser Erfolg als Lehrer. Das wird bei 54% was anderes schaffen. Das sollten ein paar mehr werden. Und das kann man nicht früh genug machen, diese Grunderfahrung machen lassen. Mathe macht Spaß. Mit Mathe kann ich die Welt verstehen, kann ich die Welt bewegen. Mit Natur und Technik kann ich Erfolg haben. Diese Lernspuren müssen wir setzen. Lernen braucht emotionale Aktivierung. Lernen macht Spaß. Forschendes Lernen macht glückliche Kinder. Ich wünsche dieser Grundschule, die hier entstehen wird, hoffentlich entstehen wird, dass sie ganz viele glückliche Kinder macht. Danke.